Herzlichen guten Morgen, es ist 10 Uhr sonst was, ich weiß gar nicht genau, lasst mich nachschauen. Es ist 10.12 Uhr, ich bin gerade erst aus dem Bett gekommen. Ich bin gestern um 2 Uhr nachts schlafen gegangen. Ich weiß noch nicht, was heute groß passieren wird. Wie gesagt, ich bin gerade erst aufgestanden. Ich mache jetzt was zu Frühstück und ich bin so schlecht im Essen machen. Ich werde wahrscheinlich einfach mit Toast verbleiben. Und ja, was gibt's Neues? Was steht an? Mein Husten ist immer noch da. Ich habe irgendwie das Gefühl, es wird nicht besser. Und es nervt. Es nervt einfach. Vor allem immer am Abend wird es schlimmer. Und immer abends, wenn ich einen Film gucke, bin ich nur am Husten. Den ganzen Tag nicht, aber dann, wenn ein Film läuft, dann muss es losgehen. Das ist überhaupt nicht logisch. Chip ist gerade noch auf Arbeit, der musste noch irgendwas erledigen und er kommt dann gegen Mittag zurück, also gut 2 Stunden. Kathy ist bei einer Freundin, die hat da gestern geschlafen, aber die müsste heute eigentlich auch irgendwann wiederkommen. Und dann werden wir bestimmt entscheiden, was wir tun. Ich weiß nicht, ob das Kajakfahren immer noch in Debatte steht, das wäre natürlich cool. Ja, wenn das klappt, wäre der Sonntag schon definitiv wert gewesen. Ich habe keine Lust, morgen in die Schule zu gehen. Ich bin irgendwie... Ich fühle mich nicht nach Schule. Ich mache mir jetzt wahrscheinlich einen Tee, sodass mein Hals ein bisschen besser wird. Wenigstens für den Morgen. Und dann werde ich duschen gehen, mich fertig machen und dann warten, bis alle im Haus sind. Und dass Dory und ich nicht alleine die Bude räumen. Stimmt's, Dory? Hallo. Ich habe jetzt irgendwie immer öfter gesehen, dass Leute Milch in ihren Tee tun. Also ich weiß nicht, ob das schmeckt, aber ich habe es noch nie probiert. Deswegen, es gibt immer ein erstes Mal, aber ich gehe gleich mit voller Sache ran. Ich nehme hier halb Creme, halb Milch. Also das, was ich auch in Kaffee tue. Und mal schauen, ich habe keine Ahnung, ob das schmeckt oder nicht. Aber ich hoffe. Ich weiß auch nicht, wie viel man da rein tut. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh mein Gott. Die Milch löst sich einfach auf. Was? Ich glaube, das wird nicht mal besser, wenn man es umrührt. Was habe ich nur gemacht? Da ich ja oben in meinem Zimmer keine Tür habe, brauche ich mir überhaupt keinen Wecker stellen, weil jeden Morgen dieser Kaffeemühle-Maschine-Grinder-Ding mich aufwacht. Das heißt, Chip oder Kathy drücken hier drauf. Und es ist so laut, man kann sich nicht mehr selbst verstehen. Und dadurch wache ich jeden Morgen auf und brauche nicht einmal einen Wecker. How cool is that? Okay, everybody meet Nancy. How you doing? Falls sich irgendjemand fragt, was wahrscheinlich das Nummer 1 Frühstück hier in Amerika ist, vor allem bei Jugendlichen wie mir. Und zwar ist das Erdnussbutter und Marmelade, das heißt Peanut Butter and Jelly Sandwich. Ich glaube, ich habe bisher noch keinen getroffen, der das nicht mag, außer die Leute, die eine Erdnussbutterallergie haben. Ich weiß nicht, in Deutschland habe ich das auch mal probiert, aber ich glaube, da habe ich Erdnussbutter mit Nutella gegessen. Und das war echt überhaupt nicht gut, aber Erdnussbutter mit Marmelade, oh mein Gott, es gibt nichts Besseres. Das Problem ist, echt viele Leute hier sind allergisch dagegen, das heißt, vor allem in Klassenzimmern und so, haben die wie Schilder vor der Tür hängen, dass du es einfach nicht, du darfst keine Erdnusszeug da reinbringen. Du darfst es sozusagen nur in den Gängen essen, aber sonst ist es eigentlich jeder. Und wenn ich zu faul bin, mir einen Toast zu machen, was manchmal auch passieren wird, esse ich normalerweise Frosted Flakes. Und da wir hier in Amerika keine halben Sachen machen, gibt es ein riesiges Paket, das bestimmt so groß ist wie mein Oberkörper. Und am Wochenende, wenn wir ein bisschen Zeit haben, machen wir uns dann Sachen wie Pancakes oder irgendwas mit Eggs oder Bacon. Oder irgendwas, was man sich unter einem amerikanischen Frühstück eben vorstellt. Und in der Schule für diejenigen, die frühst kein Frühstück essen, kriegst du sozusagen, wenn du etwas früher herkommst in die Schule, gratis Frühstück. Das heißt, jeden Tag gibt es etwas anderes. Und montags gibt es jeden Morgen um 7 Uhr Käsepizza. Und ich muss ehrlich sagen, in den ersten 2 Monaten habe ich auch Pizza zum Frühstück gegessen. Aber das wurde mir dann ein bisschen zu krass amerikanisch. Und deswegen, ich kann jetzt keine Pizza mehr am Morgen essen. Boah. Aber ich weiß nicht, viele machen das einfach, weil sie so früh zur Schule gehen und so früh den Bus nehmen müssen, dass sie keine Zeit haben, um eigentlich Frühstück zu Hause zu essen. Aber Pizza? Was? Wie habe ich das nur gemacht?
will echt um jeden Preis lernen, wie man diese blöde Slackline macht. Deswegen werde ich die jetzt nochmal aufspannen und versuchen, ein bisschen darauf zu laufen. Ich habe so viele coole Videos gesehen, wenn Leute das zum Beispiel über Wasser machen. Das muss so viel Spaß sein. Deswegen, wenn ich das jetzt lerne, kann ich vielleicht im Sommer Slackline über Wasser laufen. Das wäre natürlich das absolute Highlight. Und mal schauen, das wäre ziemlich cool. So where are we going? Hosties. Grilled cheese sandwich place. Grilled cheese sandwich, nice. Pretty good, guys. It's tasty. It's a pickle. Das ist wirklich mein neuer Lieblingsort. Das ist so cool. Das ist wie ein kleiner Grilled Cheese Sandwich Shop. Und das Essen dort war so gut. Und außerdem haben die kleine Knete-Kästen. Und da kannst du dann kleine Figuren kneten und die dann einfach dahinstellen. Und dann trocknen die. Und die hatten wie eine große Galerie mit irgendwelchen Knetefiguren und ich habe einen kleinen Drachen gemacht und einen kleinen Hund. Hey! So where are we going? We're gonna go, you want your hiking boots. Going to a park? Yep. Which park? Patterson. Nice. Wir machen jetzt mal los zu einem anderen Park und meine Kamera ist diesmal bereit und geladen. Ich muss sie bloß finden. Und ja, es ist ganz schön bewölkt draußen, aber das macht mir jetzt nicht wirklich was aus. Weil es ist immer noch besser, als nur zu Hause zu sitzen. Leider mit Kajak fahren heute wieder nichts, weil die Wellen einfach zu krass sind und der Wind ein bisschen im Weg steht. Aber ich hoffe, dass wir das wenigstens irgendwann nächste Woche machen. Und ich bin so angefixt von dieser Slackline. Ich muss heute Abend wieder da drauf. Ich will das unbedingt lernen. Ich will das unbedingt können. Wir sind hier im Patterson Park und hier ist ein riesiger Wasserfall da hinter mir. It's huge! Wow! Commissioner! Hier gibt es so viele Wasserfälle und im Winter sind die alle eingefroren. Das ist dann wie ein riesiger, ein großer Eiszapfen. Aber dadurch, dass es wärmer wird, fängt es an zu schmelzen. Und oh mein Gott! Bitte! Ja, das ist so krass! Das ist scary! Hi! Wow! Diese Aussicht! Unglaublich! Ich kann gar nicht vorstellen, wie es im Sommer aussieht, weil die ganzen Ränder da ja noch gefroren sind und da nur der eine kleine, sag ich mal, Fluss runterfließt. Aber selbst das ist schon beeindruckend. Es ist einfach immer wieder verrückt zu sehen, wie viel Natur hier noch übrig ist. In Deutschland hast du einfach nicht so viel Wald, so viel Natur. Und das ist verrückt, weil hier kannst du keine 3 Stunden fahren, ohne durch einen Wald zu kommen mit Wasserfällen. Es ist einfach so cool zu sehen, dass sie hier die Natur noch so behalten. Und ich hoffe, das bleibt auch noch so für lange Zeit, weil das ist einfach wunderschön. Ja. Slackline Training. Ich bin mir sicher, wenn das im Sommer alles offen ist, ist es auch noch 10-mal lauter. You think the waterfall is noisier when it's open, like completely, and not frozen? About the same. Yeah? That feels a little spongy. Spongy? Yeah, like SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. Do you get that in Germany? Yeah. Did you really? Yeah. But in Germany, the name is SpongeBob SpongeHead. I loved this show as a kid. Yeah, I knew like every episode. Like on the weekend, I woke up around like 6 a.m. Yeah. Then I went up to my parents' bedroom and asked them if I can watch TV. Yeah. And because they were so annoyed at me, they just said yes. So I went down to the living room and watched SpongeBob like for 2 hours straight. Your parents
parents must love you dearly. Yeah, I hope so. Hey, Dory. Don't break in the ice, Dory. She wants a drink. She's thirsty. Der Fluss hier mit dem braunen Stein, mit dem braunen Wand da, erinnert mich irgendwie voll an den Wilden Westen, wenn die mit irgendwelchen Booten da durchschwimmen und da oben sind dann Indianer, die runterschießen. Fluss eben ohne den ganzen Schnee. Ohne Witz, ich krieg echt nicht genug von all diesen Parks und es ist so schön anzusehen. Diese ganzen Wasserfälle und die ganze Natur ist einfach so cool. Wenn du dir den Wasserfall anguckst, der ist halb eingefroren, dann hast du riesige Bäume daneben und die Bäume sind noch beschneit, das ist einfach so schön. Und ich krieg davon nicht genug und ich bin so froh, dass es davon einfach so viele hier gibt und es ist einfach echt cool. Wir sind jetzt wieder zu Hause und ich fühle mich ein bisschen wie in den Whirlpool zu gehen. Das wird bestimmt ganz cool. Und dann, wie gesagt, die Slackline. Ich will das lernen. Ich will wissen, wie das geht. Wenn ich mir einmal vorgenommen habe, was ich wirklich lernen will, dann mache ich das auch. Genau wie mit dem Rubik's Cube. Ich habe ungefähr eine Woche gebraucht und habe ich gewusst, wie das Ding geht. Aber weil ich kann solche Sachen dann nicht weglegen. Ich will es unbedingt wissen, wie es geht und richtig lernen. Aber leider geht mir das mit der Schule nicht so. Ich habe echt Respekt an alle, die das mit der Slackline können. Es ist so hart. Man muss sich wirklich auf einen Punkt fokussieren und dann versuchen, sich komplett auf sich selbst zu verlassen. Das Problem ist, der ganze Boden hier war vor einem Tag ja noch Schnee. Und jetzt ist es geschmolzen, es ist einfach nur mega kaltes Wasser. Das heißt, jedes Mal, wenn ich runterfalle, stapfe ich in das kalte Wasser. Mein ganzer Fuß ist nass und es ist kalt. Aber ich will es lernen. Es ist jetzt kurz nach 7, wir sind gerade fertig mit Abendessen. Und ich habe mir überlegt, wahrscheinlich ein bisschen rennen zu gehen. Einfach für eine halbe Stunde oder so. Ich fühle mich heute irgendwie richtig produktiv. Wir waren bei dem Wasserfall. Ich habe versucht, Slackline zu laufen. Und später werde ich auch in den Whirlpool gehen. Ich fühle mich ziemlich produktiv und ich glaube, wenn ich jetzt noch eine Runde laufen gehe, wird das alles noch besser und dann wäre das ein perfektes Ende vom Wochenende. Das Wetter ist einfach mega schön. Da hinten geht langsam die Sonne unter und das wird ein schöner Lauf. 5 Kilometer, check. Ich bin so froh, dass es endlich auch wieder hell draußen ist und nicht stock. Dunkel. Vielleicht vor 2 Wochen oder so, als ich aus der Schule gekommen bin, war es ja schon dunkel. Da konntest du nichts mehr machen, aber jetzt ist es, ich weiß gar nicht wie spät, um 7 oder so vielleicht, ich weiß nicht. Und es ist immer noch einigermaßen hell draußen und man kann eben rennen gehen oder was weiß ich. Aber man fühlt sich nicht gleich, als würde man wie ein Minenarbeiter frühst losmachen, wenn es dunkel ist und dann zurückkommen, wenn es auch wieder dunkel ist. Der Sommer kommt! Oh, ich freue mich jetzt so dermaßen auf den Whirlpool. Das wird der perfekte Abschluss für meinen Tag. Und dann wird das Video noch zu Ende geschnitten und dann ist auch der Tag schon vorbei. Uhuhu, light. Looks like a water disco. Uhuhu, yeah. Ich sage gute Nacht, Leute. Es ist kurz nach 8, glaube ich zumindest. Ich komme gerade aus dem Whirlpool und ich bin total müde. Nach dem Rennen und jetzt noch in das warme Wasser gehen, alles macht mich echt müde. Und deswegen denke ich, werde ich den Tag beenden. Vielleicht werde ich noch ein bisschen Fernsehen schauen, aber nichts Spannenderes wird mehr kommen. Und deswegen denke ich, werde ich euch eine gute Nacht wünschen oder einen guten Morgen und hoffe, dass ihr gut schlaft. Passt auf euch auf, bis morgen. I can't stay.